Dozentinnen und Dozenten, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier im Exerzitienhaus Himmelspforten, nicht im Kaisersaal der Residenz, wo wir uns eingefunden hätten unter normalen Bedingungen, unter Nicht-Corona-Bedingungen. Wir haben das Mozart-Labor 2020 fast zu Ende gebracht, aber der Höhepunkt kommt jetzt. Das Abschlusskonzert der Stipendiatinnen und Stipendiaten der Kammermusik-Sektion wird heute Abend festlich mit einem Konzert das diesjährige Mozart-Labor beenden. Als wir uns vor 4 Tagen kennengelernt und begrüßt haben, hat die Sonne geschienen. Heute scheint sie auch. Das ist der Rahmen, den wir gesteckt haben. Und ich möchte nicht nur dort die Klammer finden, sondern auch in einem Zitat, das ich Ihnen ins Herz und in Ihre Gedanken gelegt habe. Von Friedrich Hölderlin: Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Die Rettung war die Musik. Wir konnten uns in den letzten 4 Tagen mit Musik beschäftigen und unsere ganzen Gedanken kreisen lassen um die Beschäftigung mit Musik, aber auch mit Kunst und Kultur. Und es gab so viel reichhaltige neue Gedanken, die sie getauscht haben, miteinander getauscht haben, Diskussionen, in die wir uns begeben haben. Es sind große Themen aufgeworfen worden, es sind große Begriffe gefallen, bis zum Weltethos sind wir gegangen. Wir haben nach dem eigenen und nach dem anderen, nach dem Fremden gefragt. Wir haben die Wertigkeit von Kunst und Kultur befragt. Und eins steht fest: Wenn eine Gesellschaft in Kunst und Kultur investiert, wird sie die allerbeste Rendite erzielen, nämlich sie zahlt ein in ihre eigene Zukunft. Denn eine Gesellschaft, die kulturvoll ist, ist eine friedliche Gesellschaft. Das haben wir herausgefunden, für uns erarbeitet. Wir haben uns wieder zu Hause gefühlt in Kunst und Kultur. Wir haben den Stillstand, zu dem uns Corona gezwungen hat, in den letzten 3 Monaten durchbrochen. Und ich danke euch, ich danke Ihnen allen für den Input. Und es sitzt hier eine Generation, wo ich ganz klar sagen kann, wir müssen keine Angst um die Zukunft haben. Tolle Köpfe, kreative Menschen, kultur- und kunstvolle Menschen. Herzlichen Dank. Ich möchte mich besonders bedanken bei unseren 2 Musikern, bei Ragnar Schirmer, die unermüdlich seit Tagen in diesem Corona-geprägten Festival im Einsatz ist, die für Kinder gespielt hat, die in einem Hotelhof gespielt hat, als man nur für geöffnete Fenster oder Menschen hinter geöffneten Fenstern spielen konnten, die hier unterrichtet hat, die selber schon ein Radiokonzert vor keinem Publikum gespielt hat und die auch dann am kommenden Sonntag noch in einem Video-Livestream-Konzert nochmal aus der Residenz mit dem Münchner Rundfunkorchester spielen wird. Herzlichen Dank, Ragnar, für deine unermüdliche Arbeit, für deinen großartigen Einsatz für das Mozartfest. Unser großartiger Reinhard Göbel, ganz herzlichen Dank. Der Artist Etoile dieser Saison 2020, die das Motto trägt: Widerstand, wachsen, weitergehen. Wir haben permanent Widerstände gehabt, Herr Göbel. Wir sind gewachsen daran und wir sind weitergegangen mit x Verwerfungen, Umformungen von Programmen, Neukreationen von Programmen. Und auch wenn Sie gesagt haben, dass der Stern nicht erstrahlen konnte, sondern dass er erloschen ist, bevor er zum Erstrahlen gekommen ist, so stimmt es nicht. Der Stern hat gestrahlt hier im Mozart-Labor mit der Arbeit, mit Streichquartett, auf diversen Podiumsdiskussionen, in Gesprächen, im Austausch, ich habe das auch so empfunden, nah und fern zugleich. Und sind wir auch fern auf 1,5 Meter Abstand, so waren wir uns alle in den Gedanken so nah in diesen Tagen. Und eins darf ich auch hier verraten: Herr Göbel wird ausgezeichnet von der Stadt Würzburg für besondere Verdienste am kommenden Montag um 15 Uhr im historischen Wenzelsaal des Rathauses. Bekommen Sie vom Oberbürgermeister der Stadt Würzburg den tanzenden Schäfer überreicht. Das ist eine Auszeichnung in Form einer Porzellanfigur, die im Schloss Veitshöchheim zu finden ist. Lebensgroß, die Figur, die Sie bekommen, haben wir etwas verkleinert, damit Sie sie auch nach Hause, nach Siegen oder Salzburg tragen können.
Herr Göbel strahlt schon lange für das Mozartfest. Seit 30 Jahren, Herr Göbel, seit 1991 sind Sie aktiv für das Mozartfest. In 8 Festivalsaisons ist er aufgetreten, zunächst mit Ihrem Orchester Musica Antiqua Köln, später auch mit dem WDR-Sinfonieorchester. Sie waren schon beim Mozart-Labor und bei den 8 Malen habe ich dieses Jahr nicht mitgezählt, wo Sie in 4 Konzerten der Dirigent gewesen wären. 1 findet am Sonntag, wie gesagt, statt. Und Sie haben in diesen 30 Jahren in der im Moment 99-jährigen Geschichte des Mozartfestes das Fest geprägt. Sie haben es maßgeblich entwickelt in einer Zeit, als es galt, Mozart zu entstauben. Und dafür waren Sie der Vorreiter. Also auch da haben Sie das Motto schon damals eingelöst, Widerstand, wachsen, weitergehen. Widerstand gegen all den Zucker und all die Überfrachtung von Mozart und seinen Zeitgenossen. Und mit Ihrem Blick auf die Musik des 18. Jahrhunderts hat das Mozartfest einen wichtigen Teil seines heute gültigen Profils gefunden. Ganz herzlichen Dank dafür. Bevor wir den Musikern die Bühne überlassen, möchte ich mit einem Zitat enden, was ich bei Holger Nolze gefunden habe, ein Publizist und Medienprofi, der auch hier im Mozart-Labor zu Gast war und der ein Buch geschrieben hat, das heißt Die Leichtigkeitslüge. Und ich finde, dass darin das zusammengefasst ist, was wir hier in diesen Tagen in den Gesprächen und Diskussionen und Sie in Ihren Workshops errungen haben, nämlich die Suche nach dem Wert von Kunst und Kultur und der Wahrheit und Wahrhaftigkeit, die wir darin finden. Die ästhetischen Erfahrungen in Musik, Kunst, Literatur eröffnen uns einen Raum, den wir sehr nötig haben. Es geht nicht um Alltagsverschönerungen und Freizeitvergnügungen, es geht, so viel Pathos muss erlaubt sein, ums Ganze. Es geht auch darum, in einer Welt, die immer komplexer wird, in der die einfachen Gesetze immer häufiger nicht mehr passen, einen furchtlosen Umgang mit Komplexität zu üben. Monteverdi, Bach, Beethoven, Mozart, Schönberg und Stravinsky bieten sich als Trainer an und klingen auch noch schön. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Guten Abend, liebe Damen und Herren. Am Anfang dieses Abschlusskonzertes des Mozart-Labores 2020 werden wir für Sie von Ludwig van Beethoven aus den Trios Opus 1 das dritte Trio und den ersten Satz spielen. Viel Vergnügen.
Piero lässt aus den Dus Mutations die 1 bis 5 spielen und danach noch von Ludwig von Beethoven aus der Dreistellensonate bis 53 den ersten Satz. Thank you.
uns denn noch erklären, wer der Graf Wallstein war? Das muss ich erklären. Genau, ich bin für die, sozusagen für die Handinformationen bin ich zuständig. Toll, also bei dem Gespräch heute Nachmittag, also in der Sektionsvorstellung, was mache ich in einem Vorwort, was tue ich da rein und wie sind die Wege überhaupt, wie fange ich an und wie höre ich auf? Also der Graf Wallstein war jener, der 1792 dem Beethoven ins Poesiealbum schrieb, Sie gehen jetzt nach Wien und nehmen dort aus Haydns Händen Mozarts Geist entgegen. Das war der Mann, der das geschrieben hat. Und ich habe mich gerade bei meiner Kollegin, bei Ragnar, erkundigt, die ist sehr zahlenkundig. Also die konnte mir dann sagen, dass das die Wallstein-Sonate Opus 53 hat, was bedeutet, dass sie mit den kommenden Quartetten, also ganz, ganz eng beisammen liegt, überhaupt müssen die Jahre 1804, 1805 und 1806 unglaublich schaffensreiche Jahre oder unbeschwerte Jahre für den schaffenden Beethoven gewesen sein, weil sich da in dieser Zeit ziemlich viel knubbelte. Also die dritte Sinfonie, die vierte Sinfonie, das vierte Klavierkonzert, das Trippelkonzert und dann die Sammlung der Rasumowski-Konzerte, der Quartette. Die Quartette sind eine Königsdisziplin der Wiener Kammermusik. Habe ich das extra für Sie gesagt, weil Sie aus Wien kommen und so weiter und das Erbe hochhalten wollen. War das nicht gut? Aber lassen Sie uns noch mal über den Grafen Wallstein sprechen. Auch für unsere Presseleute waren diese Männer und diese Frauen, die Beethoven sozusagen mit seinen Dedikationen ehrte, kommt rauf, please. Waren das Sponsoren oder waren das Mäzene? Sowohl als auch. Also sie waren auch Sponsoren. Sie wollten genauso wie Coca-Cola oder Hewlett-Packard, sie wollten auch genannt werden. Aber sie waren darüber hinaus auch alles Musiker selbst. Also Wallstein hat komponiert. Ich fragte Ragnar, welches Opus ist das? Weil er eigentlich, der Wallstein, der verschwindet aus Beethovens Biografie sofort, so um 1795, 96. Und dann ist dieser Mann perdu. Wir kennen zwei Werke von ihm. Er hat eine Sinfonie komponiert und eine Metastasio-Kantate Il Sogno, der Traum, der Schlaf, sowas ähnliches. Ich bin im Italienischen nicht so ganz firm. Der Herr Rasumowski, der dann 1806 diese drei Quartette bekam, der spielte selbst die Violine. Und der stand nämlich dann am zweiten Pult und möglicherweise haben die Berufsmusiker, Major, ich darf dir nicht so nahe kommen, die Berufsmusiker, die mit, die unter Schupanzig spielten, haben irgendwann gesagt, Herr Graf, ich glaube, es reicht hier irgendwie nicht. Also wenn man sich diese Quartette anhört. Und dann hat er unter der Leitung von Schupanzig, ich komme später auf diesen Mann zurück, dann hat Rasumowski das frühere sogenannte Knabenquartett wieder, das ist kein Kartenspiel, so wie Autoquartett oder sowas, sondern das waren vier lebende Menschen. Der älteste von denen war der Geiger Schupanzig, der war 6 Jahre jünger als Beethoven. Man hatte die extra jünger gewählt, damit es keine Autoritätsprobleme gegeben hätte oder geben konnte. Dann hat man, und in dem ersten Jahrzehnt, wo Beethoven in Wien gewesen ist, hatte er dieses Knabenquartett von Schupanzig angeleitet. Und damit konnte er experimentieren. Also er konnte seine Quartette vorspielen und konnte dann sagen, oder die Musiker sagten ihm vielleicht, auch vielleicht könnten wir das hier irgendwie ändern, obwohl ich glaube, Beethoven war extrem beratungsresistent. Das hat den gar nicht gestört. Die anderen mussten spielen, was er wollte. Das war das Entscheidende. Er hatte ja auch ein richtiges Orchester bei Lobkowitz. So, und dieses von Lichnowsky geförderte Knabenquartett, das ging dann irgendwann mal so ein bisschen perdu. Der Schupanzig ging auch mal nach Russland und kam dann auch irgendwann wieder zurück. Und dann hat der Graf Rasumowski gesagt, nun waren Sie schon mal in Russland, nun können Sie auch für mich spielen. Und dann hat er dieses Knabenquartett wieder, der war nun auch schon gute
30, der Herr Schuppanzig, über den sich Beethoven immer lustig gemacht hat, weil der hatte nicht so ganz konventionelle Körperformen, ne, sondern ging eher in die Breite. Dann hat der Rasumowski dieses Knabenquartett gemietet oder hat das bezahlt. Also da, und dafür hat ihm Beethoven dann Quartette geschrieben und hat darauf geachtet, dass auf dem Titelblatt gedruckt wird, also für den Grafen Rasumowski. Er hat aber auch gleichzeitig gesagt, lass mal ein bisschen Geld rüberwachsen. Ne? Also 100 Dukaten für diese drei Quartette. Wie wollten wir doch Quartette hören? Beziehungsweise wie wollten wir jedes Stück hören? Anfang und Schluss verlangen besondere Sorgfalt, wie alles andere auch. Hm? Das war die Regel dabei. So, wir sind jetzt schon mal gespannt, wie die anfangen. Wie wer überhaupt anfängt. Also, das ist Jonathan, das ist Amelie, die ist vor 3 Tagen dann eingesprungen. Müssen wir gucken, wie die Ensemble spielt. Gott voll. Das ist Lukas, merkt man sich, Lukas, der Evangelist Lukas, der mit dem Löwen und der Malerei und so weiter. Das ist Mario. Die spielte früher die zweite Geige, die weiß also, was das Quartett brauchte, hat sich jetzt einfach eine Bratsche geschnappt und spielt damit. Ein viersätziges Quartett, das Rasumowski-Quartett Nummer 3 in C-Dur, bei dem schon manches Quartett aus der Kurve geflogen ist. Also wir halten euch besonders, wir müssen bis zum letzten Satz Daumen drücken, dass nichts passiert. Aber der Saal trieft vor Wohlwollen.
Thank you.
Thank you.
Thank you.